Also noch ein klein bisschen Zeit. Dominik Konrad ist bei uns, Regisseur und Darsteller natürlich auch, ja, in dem Musical. Wie laufen denn aktuell die Proben? Die Proben laufen eigentlich sehr gut. Wir sind jetzt dabei. Gerade am Wochenende werden jetzt bei uns die Bühnenbilder gebaut. Und am Sonntag werden wir das Stück eigentlich fertig zusammensetzen. Danach wird gefeilt, 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 bis dann zur Premiere im Oktober. Wir haben es eben ja schon so ein bisschen im Beitrag anklingen lassen. Wie ist das denn, mit Laiendarstellern zu arbeiten? Das sind ja allesamt keine Profis, aber es ist ein Profistoff. Also im Endeffekt, es ist ein Profistoff. Das Stück wurde 2007 am Broadway gespielt, später dann auch in London und in Wien auf den großen Bühnen. Und jetzt ist es halt auch bereit für Amateurdarsteller. Und ja, im Endeffekt, für uns ist das das erste Mal, dass wir so ein Projekt machen. Und die Leute sind super engagiert. Wir waren selbst überrascht, dass wir die Castings gemacht haben, wie viele Talente im Endeffekt in der Region stecken. Also von Leuten, die Choreografien einfach so machen, die in Tanzgruppen mitarbeiten, die Schauspielerfahrung haben, die Chorerfahrung haben, die selbst auch lange gesungen haben. Es ist einfach sehr beeindruckend, was... Passiert das denn dann oft? Ich meine, wie gesagt, allesamt keine Profis, dass dann aber doch der ein oder andere mal so total aus sich rausbricht und man denkt, wow, gehört eigentlich zurück zum Meer? Ja, das ist eigentlich so die Erfahrung, die wir haben. Wir haben jetzt einen Cast von 32 Leuten. Und im Endeffekt, ich bedauere wirklich, dass wir nicht jedem irgendwo eine Hauptrolle geben können, weil wirklich so viele talentierte Leute bei uns eingetrudelt sind mit dem neuen Stück. Also ich bin wirklich begeistert. Ja. Die Schwierigkeit natürlich, all die Menschen unter einen Haufen zu kriegen, die dann ja auch anderen Jobs nachgehen etc. Wie funktioniert das dann trotzdem? Ja, natürlich. Das ist immer ein großes Problem, wenn man mit Laiendarstellern arbeitet. Jeder hat ein Leben nebenher. Es geht alles nur am Wochenende. Wir proben teilweise sogar auch wirklich noch montags nach der Arbeit, gerade für Tanz und für Gesang. Und die Leute brauchen halt wirklich sehr, sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Spaß und Freude an dem Ganzen. Und ja, und das ist natürlich auch, das alles machen die Leute neben ihrem Beruf. Also wir haben Pflegekräfte dabei, die natürlich dann auch Wochenendbetrieb arbeiten müssen. Wir haben Leute, die Beamte sind, die halt freitags, die dann doch irgendwie mehr Zeit haben. Das muss man absehen. Das ist natürlich dann auch klar. Beim Casten muss man das auch beachten. Ja, also, dann haben Sie jetzt noch ein bisschen Arbeit vor sich bis zum 26. Oktober. Genau, der 26. Oktober in Limburger Hof ist unsere Premiere. Dann, wer Interesse hat, gerne vorbeikommen. Das ist eine richtig tolle Show. Ja, danke, dass Sie bei uns waren, Herr Konrad.